Guten Tag, Fitnesstrainer. Herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer. Und jetzt wird es wieder ein bisschen schöner draußen an der frischen Luft. Die Blumen fangen wieder ein bisschen an zu blühen. Die Vögel zwitschern schon. Das freut mich natürlich, weil ich natürlich den Frühling sehr gerne mag und weil das Ganze viel geiler ist. Man kann wieder ein normales T-Shirt anziehen und so weiter. Aber darum soll es natürlich nicht in diesem Video gehen, denn es geht heute mal darum, wenn es natürlich draußen wieder schöner wird, dann wird es im Fitnessstudio selbstverständlich auch wieder leerer. Und für diese Zeit da gibt es etwas ganz Besonderes. Und zwar möchte ich dir heute einen Tipp verraten, wie du dich sofort von deinen Fitnesstrainerkollegen abheben kannst und wie du dort immer einen Schritt voraus bist. Deswegen pass mal gut auf, denn am Ende des Videos werde ich dir noch 3 konkrete Handlungshinweise geben, die du sofort im Fitnessstudio im Sommer umsetzen kannst, damit du nicht nur rumsitzt und nichts tust die ganze Zeit. Jetzt vergleichen wir erstmal so einen ganz normalen Azubi mit einem erfolgreichen Azubi im Fitnessstudio. Der normale Azubi, der wird sich vielleicht denken, okay, jetzt ist ein bisschen weniger los im Sommer. Ich habe auch natürlich auch wenig Verantwortung. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr so viel machen. Ich kann ein bisschen mehr mich mit den Leuten unterhalten, bin ein bisschen am Quatschen mit meinen Kumpels übers Wochenende, spreche vielleicht die hübsche Blonde da an der Beinpresse an, ja. Dann gehe ich ein bisschen was essen, was trinken, dann gucke ich ein bisschen auf Facebook rum, dann gehe ich vielleicht eine rauchen und ich warte die ganze Zeit darauf, bis mein Chef kommt und mir irgendeine Aufgabe gibt und na gut, wenn es so sein muss, dann mache ich halt auch diese Aufgabe und erledige das, ja. Aber damit wirst du natürlich nicht erfolgreich werden als Fitnesstrainer bzw. in deiner Ausbildung als Fitnesstrainer. Denn du musst einfach verstehen, dass deine Zeit während der Arbeitszeit einfach wertvolle Zeit ist und dass du diese Zeit natürlich auch nutzen musst. Ja? Bei manchen habe ich einfach das Gefühl, dass sie in die Arbeit kommen, die ganze Zeit sich denken, okay, jetzt ist Arbeitszeit, ich arbeite jetzt 8 Stunden, dafür kriege ich eben mein Gehalt. Und was ich aber in diesen 8 Stunden mache, ist vollkommen egal und ist eigentlich nicht so wichtig, denn ich bin ja anwesend und dafür werde ich ja auch bezahlt. Ja, ganz so ist es natürlich nicht, denn wenn du erfolgreich sein möchtest, musst du halt eben verstehen, dass deine Zeit im Fitnessstudio, wenn du arbeitest, etwas wert ist und dass du diese Zeit richtig produktiv nutzen musst. Ja, ich gebe dir mal kurz ein Beispiel, wie das jetzt bei mir ist. Ich bin ja jetzt dort Studioleiter im Fitnessstudio und ich könnte jetzt auch sagen, okay, im Winter, da war es richtig anstrengend, da habe ich viele Überstunden gemacht und jetzt, wo es Sommer wird, da ist natürlich ein bisschen weniger los. Wir haben jetzt richtig hart gearbeitet die ganze Zeit und jetzt mache ich mal richtig chilligen. Das heißt, ich setze mich auch mal ein bisschen hin, gucke ein bisschen auf Facebook rum, lasse das Ganze ein bisschen langsamer angehen. Ja. Und niemand würde eigentlich was sagen, weil der Einzige, der noch mir was zu sagen hat, oder zwei beziehungsweise, ist der Chef, der aber 50 Kilometer weit weg in einem anderen Fitnessstudio sitzt und der würde davon eigentlich so gut wie gar nichts mitbekommen, außer natürlich ist irgendwas nicht gemacht und es geht irgendwas schief. Ja, aber das mache ich natürlich nicht, denn ich will natürlich, dass das Unternehmen weiterhin gut läuft und vor allem auch unter meiner sozusagen Führung weiter gut läuft. Und deswegen versuche ich einfach auch die Zeit im Sommer immer produktiv zu nutzen und habe einfach verstanden, dass die Arbeitszeit in der Zeit, die ich halt da bin, eben etwas wert ist und dass man dort auch was schaffen muss. Zum Beispiel, neulich war es so, dass da ein Termin war, der war um 18 Uhr vorbei und um 18.30 Uhr war der neue Termin. Ja? Dann habe ich mich davor, vor dem ersten Termin, schon überlegt, okay, was mache ich in der halben Stunde, habe mich darauf vorbereitet quasi und habe im Büro alles aufgebaut, um danach zu telefonieren. Ja? Weil in der Zeit von 18 bis 18.30 Uhr ist es sehr wahrscheinlich immer, dass die Leute ans Telefon gehen, weil da ist schon Arbeit aus und so weiter. Und die Zeit sollte man eben meiner Meinung nach produktiv einfach nutzen. Dann, als der erste Termin vorbei war, bin ich sofort ins Büro gejettet, habe halbe Stunde telefoniert, vielleicht 20 Leute angewählt, davon 5 erreicht und 2 terminiert. Schon wieder gleich 2 neue Termine, wo wir wieder noch mehr quasi Verträge oder beziehungsweise Abos schreiben konnten. Ja, und über solche Dinge musst du halt einfach versuchen, produktiv zu bleiben und produktiv zu sein. Und selbst wenn du jetzt keine Termine während deiner Arbeitszeit hast, dann kannst du trotzdem irgendwas tun und die Ausrede, ja, es ist ja nichts los, es ist ja nichts zu tun, die zählt auf jeden Fall nicht, ja. Und ich möchte dir jetzt eben 3 Sachen geben, 3 Handlungshinweise oder 3 Möglichkeiten, um eben auch im Sommer etwas zu tun im Fitnessstudio und dich und das Unternehmen voranzubringen, ja. Du musst immer verstehen, du bringst natürlich einerseits das Unternehmen voran, wenn du etwas tust, aber natürlich auch dich selbst, weil dein Chef dann einfach merkt, okay, der ist motiviert, der hat Bock darauf, mit dem kann man richtig was anfangen. Die erste Sache ist, dass du auf andere Mitglieder zugehst und die fragst, okay, oder einfach auf Mitglieder zugehst, die Erfolge gemacht haben bei euch, die vielleicht durch eure Betreuung, durch deine Betreuung Erfolge gemacht haben, etwas abgenommen haben, Muskeln aufgebaut haben und die einfach mal fragst, ob ihr zusammen ein Foto machen könnt und ob sie vielleicht nicht mal so 2, 3 Sätze ausarbeiten können, die sie über das Fitnessstudio loswerden wollen, beziehungsweise warum sie gerade hier sind und was in dem Fitnessstudio gut finden. Ja? Dann formulierst du das Ganze aus, machst du 2, 3 Sätze, zum Beispiel, ja, hier im Fitnesspoint bin ich, weil die Betreuung ist hier super und
Es gefällt mir einfach total, die Atmosphäre ist super und ganz nebenbei habe ich auch nochmal 20 Kilo abgenommen. Dann noch ein Bild mit dir, also dem Trainer und der Person und dann gehst du zu deinem Chef und sagst, guck mal hier, ich habe einen neuen geilen Facebook-Post, so Social Proof, das wirkt auf jeden Fall immer und das könnt ihr dann auf der Facebook-Seite posten und das ist natürlich eine sehr, sehr gute Werbung für euer Studio. Das heißt, auf sowas könntest du dich konzentrieren. Dann auf die nächste Sache ist natürlich ganz klar auf das Putzen. Ja, im Winter hat man einfach keine Zeit dafür, wirklich unter den Geräten zu putzen und so weiter. Das heißt, es ist alles ein bisschen staubiger als im Sommer. Im Sommer hat man ein bisschen mehr Zeit, um eben etwas zu machen. Da kannst du mal die ganzen Geräte vielleicht aufschrauben, wirklich in den Geräten putzen, dann mal die Geräte hochheben, unter den Geräten putzen, irgendwas putzen, was halt im Winter einfach vernachlässigt wurde. Ist zwar natürlich nicht die schönste Arbeit, aber lieber machst du das, als dass du gar nichts machst. Und die dritte Möglichkeit, die ich jetzt auch demnächst dann umsetzen werde, ist, dass ihr halt zum Beispiel einen Lauftreff vereinbart. Im Sommer sind ja diese ganzen Läufe, das heißt irgendwie, bei uns gibt es so einen MZ-Lauf oder irgendwie Marathonlauf, Halbmarathon und so weiter. Und dass ihr da einfach eine Laufgruppe zusammenstellt, die dann unter eurem Namen von dem Fitnessstudio quasi laufen. Vielleicht noch eure T-Shirts tragen und so weiter. Das heißt, dass ihr auch ein bisschen Werbung machen könnt. Und bei diesem Lauftreff bringst du deinen Personen halt einfach bei, wie läuft man richtig, wie rollt man richtig den Fuß ab, wie ist die richtige Atmung und so weiter. Musst dich halt richtig dafür informieren, vielleicht mal darüber ein Buch lesen und es denen dann während der Zeit, in denen du mit denen trainierst, einfach beibringen. Ja, und immer wenn man was in der Gruppe macht, ist es natürlich immer sehr gut für die Mitgliederbindung. Das heißt, immer wenn man in der Gruppe zusammen irgendetwas macht, dann macht es meistens mehr Spaß als alleine. Dann kommt so ein bisschen ja, das Persönliche gut rüber. Man macht zusammen Witze und so weiter. Das heißt, immer wenn man das in der Gruppe macht, dann bindet das die Kunden und dann hat es auf jeden Fall eine positive Wirkung nach außen. Also, ich hoffe, du weißt jetzt auf jeden Fall, was du machen musst, wenn im Sommer nicht viel los ist, beziehungsweise wenn es jetzt im Sommer einfach leerer wird, solltest du nicht einfach nur rumstehen und gar nichts machen, sondern eben auch dir weiterhin Gedanken machen, wie kannst du dich und das Fitnessstudio voranbringen, vorantreiben und ja, somit werden halt alle erfolgreicher, alle sind glücklicher und ich hoffe, wie gesagt, ich habe dir mit diesem Video weitergeholfen. Falls ja, lass mir einen Like da für dieses Video und ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn du den Kanal Karriere als Fitnesstrainer abonnierst, wenn du keine anderen Videos mehr verpassen möchtest. Check auch mal unsere Facebook-Community-Gruppe aus, dort tauschen wir uns unter Fitnesstrainern immer aus, erzählen so ein paar Stories aus unserem Leben als Fitnesstrainer, die findest du hier unter diesem Video bzw. unter mir, dort kannst du gerne beitreten. Ich freue mich auf dich, bis dann, Karriere als Fitnesstrainer und ciao.